Damit herzlich willkommen zu Game Nummer 2 zwischen Unword und A7. Unword spielt von der Schiffsausstellung mit einer Ohio, einer Columbo, Moskva, Doppel-Petro, einer Minotaur, Vampire, Masso und YY. Auf der anderen Seite haben wir bei A7 eine St. Vincent, eine Columbo, Triple-Moskva, Napoli, eine Vampire, eine Masso und eine Gdansk. Jo. Dann schauen wir zur Antwort rüber. Die werden höchstwahrscheinlich hier den Klassiker spielen. Kann man ja Klassiker nennen, weil wir es jetzt schon häufiger gesehen haben. Dann auf der anderen Seite haben wir YY Smoke Train mit Moskva und Columbo. Und dann haben wir eine Ohio, eine Petro und eine Masso. Hier wird halt der versucht schon schneller Cap zu holen. Das wird bei A7 auch mit der Masso. Wir haben Vampire. Ich hoffe, sie versuchen nicht, die Moskau hier ran zu smoken. Weil Moskau ist doch ein bisschen anfälliger wie so eine Petro, wenn das Positioning des Gegners unvorteilhaft ist für dich, dann kann das durchaus einen Leistenzieher verursachen. A7 spielt ja auch ziemlich aggressiv für das Doppelcap bei DC, während auf der anderen Seite Unword hier für A und B sehr aggressiv spielt. Allein schon das erkennt man. Die covern das jetzt hier auch. Und A7 hat hier nicht wirklich einen Support auch für die Gdansk, die das Ding hier ziemlich alleine regeln soll. Ja, können wir gespannt sein. Also hier wird die Vampire gespielt. Ist vielleicht auch so ein bisschen Fake gewesen. Da ist die Frage, reicht der, wo richtet sich die Petroin aus? Richtet sie sich hier aus oder richtet sie sich hier aus? Das kann jetzt nochmal eine Möglichkeit sein, dass man da das ein bisschen anders spielt. Noch hat man Zeit. Das Problem ist, man muss sich bald entscheiden, bis der Gegner gespottet ist. Hier kommen die Torps, ganz klar. Man weiß, wo der Gegner hinfährt. Man hat das Hydro auch an. Da kommt jetzt das Radar. Die Vampire ist drinnen, aber selbstverständlich auch kalt. Und es sind verdammt garstige Crosstorps. Das muss man den Jungs hier lassen. Die sind wirklich gut geworfen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Petro vielleicht einen nimmt. Nein. Sehr schön gedodged hier von der Petro. Und gut aus der Situation rausgekommen. Das waren sehr gute Crosstorps. Also gut abgesprochen hier. Die Gdansk hat ein bisschen gelitten. Das war wahrscheinlich das Petro-Radar. Oder es war das Petro-Radar. Also es wird jetzt ein bisschen dauern, bis hier A7 in Position ist. Die Moskau-Position finde ich etwas sehr, sehr spannend. Open Water Moskva kann interessant werden. Vielleicht versucht man die Moskva hier ran zu smoken. Da muss aber die Vampire noch ein Stück kommen. Oder man sagt, okay, wir haben die Gegner gesehen, wir wissen, es ist free. Und ja, kann man machen. Ne? Also wahrscheinlich Ausrichtung hier rüber. Muss man sich aber mittelfristig Gedanken machen, weil wenn der Gegner hier Druck macht und die Moskau steht hier noch in, wird sie gefahren. Dann hast du eine Ohio hier, die Crossshots geben kann. Also ob das da der richtige Weg ist, wird abzuwarten sein. Die Gdansk wird hier richtig wieder vermöbelt. Ja, was willst du machen, ne? Wenn der Smoke schon hinter dir herfährt? Dann hast du ein 12-Kilometer-Radar. Also der versucht natürlich hier Zeit zu kaufen. Die Frage wird sein, ob er das schafft. Ja, also, ich stelle mir sowas auf jeden Fall einfacher vor. Da kommen die Snails, die gar nicht so bad sind. Ja, ist halt ein beliebtes Positioning. Kommen Shots von der Ohio auf die Moskva. Ja, Moskva Superstructure ist halt auch immer nicht so angenehm. Okay, da wird die Vampire jetzt im Radar von der Petro, von der Moskva gecatcht. Das heißt gecatcht. Ich glaube, er hat die Moskau einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt kommt es. Kein Counter-Raider. Er tut nur Blindfiren. Okay, da kommt die andere Moskau, schiebt sich jetzt vor. Sie wissen jetzt, wo es BB ist. Das ist immer ein gutes Indiz dafür, wann man vorschieben kann und wann nicht. Ja, aber sie kriegen guten Damage auf die Vampire hier. Das muss man sagen. Also guter Counter-Damage. Hier hat man die Deepwater-Torps einfach mal gesetzt, wenn man sagt, okay, vielleicht ist da ja noch irgendein Cruiser, den wir nicht auf dem Schirm haben, den wir noch nicht gesehen haben.
Und vielleicht können wir den ja mit Überraschungstorps abholen. Aber ich denke, Unward weiß jetzt, dass bei B nicht wirklich, bei A nicht wirklich viel ist. Und deswegen bauen sie jetzt Druck auf. Gerade auf die Vampire. Ja, war klar, dass da die Resets kommen. Das Petro-Positioning ist halt stark. Damit kann man dieses B-Cap sehr gut verteidigen. Aber ich denke, dass sie trotzdem dieses Cap bekommen werden. Der Smoke hat noch 30 Sekunden. Also die Petro wird ihn auch hier nicht spotten können. Und ja, dann schauen wir mal, was die Moskwa hier noch bleibt, noch treibt. Aber man sieht hier, A7 spielt 100% hier für B, C und D. Und auf der anderen Seite, Antwort will halt jetzt erstmal A holen und dann den Druck aufbauen. Die Torps sind auch gar nicht so schlecht, aber wahrscheinlich zu langsam. Weil die Moskwa ist ja auch relativ safe. Die Moskwa auch. Ja, also sie haben ihre Radars in Position fürs B-Cap. Ja, und hier sieht man so ein bisschen das Problem am Crawling Smoke. Der Gegner weiß halt, wo du hinfährst. Jetzt wird ein bisschen auf die Columbo drauf genudelt. Und währenddessen auch die Ohio von Antwort ein bisschen rausgedrückt. Die Frage ist, ob man hier einen Counter-Push bekommt. Der Napoli pusht ja sehr weit hoch. Ich weiß gar nicht, ob man so weit rausfahren muss. Vielleicht reicht auch schon, einfach hier sich zu positionieren. Mit der St. Vincent muss man schauen, dass man hier hinkommt, ja, um hier dieses C-Cap 100% abzusichern. Und natürlich braucht man die Napoli dann als Support, dass hier kein Torp Rush kommt. Aber ich würde wirklich gucken, dass man mittelfristig seine Schiffe auch ein bisschen. Oh, die Moskau, was mit dem passiert? Einmal nicht hingeschaut und hat einen abbekommen, oder wie? Wild. Ja, wahrscheinlich von der Ohio-Front. Nose in, wahrscheinlich hier oben einen rein in die Aufbauten. Gleich mal schöne 25k oder so kassiert. Das ist halt nicht so angenehm, ne? Muss man halt auch sagen. So, wir schauen mal. Antwort schiebt jetzt rüber. Die schieben ihre Petro und ihre YY rein. Da kommt das Radar. Das Problem ist so ein bisschen, ja, doch, die Moskau kann ja mit drauf schießen. Auf die YY. Und wird ihn selbstverständlich wieder aus dem Cap drücken. Also für A7 ist es aktuell ein solider Cap-Vorteil. Sie haben eigentlich auch die Kontrolle über die drei Caps, muss man sagen. Ne? Also da sieht es jetzt eher nicht so aus, als würden die mittelfristig abgeben. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass man zu lange hier dem Gegner hinterherfährt. Da darf man sich auch nicht locken lassen. Die Marceau ist jetzt spottet, weil er geschossen hat. Jetzt ist die Frage, wie wird der Trade? Wie wird der Trade? Der Trade sieht aktuell gut aus. Ich weiß nicht, warum die Marceau geschossen hat. War er spotted? Jetzt ist er 100% safe drin. Vielleicht kriegt man noch einen Trade auf die andere Marceau. Dann wäre es immerhin solide. Muss man schauen. Da kommen nochmal Shots. Kriegt er gedodged? Problem ist, Torp rushen kann er jetzt nicht mehr so wirklich. Da kommt das nächste Radar. Die Vampire nutzt hier in Smoke. Also sie machen schon Gegendruck. Und die Gdansk ist halt auch immer noch da. Das darf man auch nicht vergessen. Der hat es lebend rausgeschafft. Das heißt, der wird ein Faktor sein in dem Game noch. In Bezug auf Nervigkeit. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hätte die St. Vincent tatsächlich innen reingeschoben. Das werden sie jetzt auch machen. Weil theoretisch kann man dieses A-Cap jetzt auch. Oh, da reverse da raus. Nur um die Shots zu kriegen auf die Moskwa. Sehr riskant. Ich würde mich tatsächlich hier eingraben. Die Moskwa schiebt jetzt vor. Das ist auch gar nicht so unriskant. Verstehe jetzt gar nicht, warum er hier den Move macht. Den muss er gar nicht machen. Sie würden aktuell auch auf zwei Caps gewinnen. Ich würde tatsächlich gucken, dass man hier C und D safe hat und hier seine Moskwa einfach sichert mit der, und die Moskwa hier lässt, weil man braucht dieses B-Cap tatsächlich nicht mehr. Ich meine, sie haben in 1 Minute 50 gewonnen und der Gegner muss erstmal das cappen. Das dauert 1 Minute mit einem DD und sie haben ja auch schon wieder gleich Radar ready. Also ich würde versuchen, hier keine Schiffe mehr in eine Gefahrensituation zu bringen. Ich würde in Kite gehen, die Schiffe hier safe stellen, die St. Vincent hier an die Ecke, die Marceau zurückziehen zum Cap, der muss nur noch spotten. Also die Moskwa macht mir am meisten Sorgen. Da steht tatsächlich Open Water mittendrin, wenn die Ohio Shots hat und ein gutes Positioning bekommt, dann kann das wehtun. Aktuell ist es noch alles gut,
Aber er macht sich auch heute auch farmbar, weil er nicht zugehen kann. Und das kann nochmal dafür sorgen, dass es unter Umständen nochmal spannend wird. Wobei, wie gesagt, A7 hat hier eigentlich alles im Griff. Von den Caps her, vom Positioning, sie können das B-Cap jederzeit radern. Und wenn sie hier keine Schiffe verlieren, dann ist das hier in 50 Sekunden, wenn A7 das Unward das Cap blockt, ist das hier erledigt. Genau, also hier, man sieht, die Moskau ist jetzt Target Nummer 1. Da versuchen sie einen Kill zu kriegen. Da geht jetzt nochmal das Radar an, weil man weiß, okay, wir haben so eine Radarüberlagerung. Wir können jetzt schon das Radar vorher ziehen, bevor der Gegner reinfährt. Ja, das ist bei dem Zählerstand ist das möglich, weil du hast nochmal ein Backup-Radar. Und das Radar geht ja auch eine gewisse Zeit. Das heißt, du kannst die Zeit perfekt überbrücken. Aber ich würde sagen, da hat sich A7 mit einer wirklich sehr guten Positioning die Map geholt. Also sie wussten 100% für welches Cap sie spielen. Sie haben ihre Schiffe, ihre Moskwas so gut positioniert, dass sie das Anbord einfach keine Chance hatte, auch einfach dieses B-Cap zu holen, und haben den Gegner bei den anderen Caps gut rausgedrängt, und dann gewinnt man halt auch mal so eine Runde, indem man nur einen Gegner killt und dann nur die Caps spielt. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Damit geht's in Match Nummer 3. Nice.